Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's mit Workers and Resources. Wie schön friedlich unsere Republik doch aussieht, überall leuchten die Lichter, überall wird gearbeitet, hier wird noch eine Stadt gebaut und die Sonne geht langsam auf und erhellt unsere Herzen. Aber so friedlich ist das hier nicht, denn wir ersticken und erstinken nach wie vor im Müll. Und eben gerade als, oder bevor ich diese Folge angefangen habe, ist sie wieder gekommen, die Nachricht, ey, der Sondermüll ist voll. Ich mache hier gar nichts mehr. Tja. Boah, okay, gut. Dann gibt es jetzt erstmal kein Öl mehr. Aber so krass sind die Produktionseinschritte hier in meinen Augen beim Öl zumindest nicht. Und wir machen uns wieder das Overlay an. Müssen uns jetzt aber erstmal um ein paar... Ist das auch schon wieder voll, ey? Also, wir müssen uns hier echt noch was anderes überlegen. Ganz ehrlich, das kann so nicht funktionieren, wie wir das hier gemacht haben. Das auch hier vorne. Da muss ich, also, ich weiß nicht, ob es da noch was eine andere Möglichkeit gibt oder ob einfach zu viel Müll produziert wird, das nochmal runtergeregelt wird. Das ist schon heftig. Das Ding ist auch immer noch voll. Wir müssen hier wirklich vielleicht diese Routen auftrennen, ne? Dass wir... Hier kommt jetzt der Nächste. Moment. Der hat jetzt hier 6,5 Tonnen geholt und trotzdem... Ist das immer noch voll, das Ding? Unglaublich. Also hier wird so viel Müll produziert, aber das Gebäude hat doch keinen Anschluss, um den Müll hier rauszuleiten, oder? Ist davon abgesehen, dass das Ding eh nicht funktioniert. Nö. Also können wir uns das auch ersparen. Boah. So, tja, gut. Wir müssen dann wirklich diese Routen hier auseinanderzwirbeln. Und hier ein Fahrzeug abstellen. Und hier die Verarbeitungsanlage entfernen. So, und der fährt jetzt nur zur Eisenmine. So, gut. Haben wir. Das heißt, da sind zwei Fahrzeuge zugeordnet. Da ist einer zugeordnet. Und in der Route entfernen wir die Eisenmine. So. Gut. Und in der Route werden wir ein weiteres Fahrzeug hinzufügen. Gut. Okay, das haben wir auch. Dann wird es da hoffentlich besser. Das Interessante ist aber, dass das hier mit genau dieser Konstruktion ohne Probleme läuft. Okay, warum auch immer. Aber das müssen wir so allmählich in den Griff kriegen. Da ist jetzt okay. Hier würde ich sagen, bis auf ein paar Kleinigkeiten läuft es jetzt. Okay, gut. Also, dann müssen wir genau das Thema haben wir auch noch. Jetzt gucken wir mal. Nicht genug Tutoren, nicht genug Tutoren. Einmal weg damit. Und wir wollen einmal hier noch ein Waisenhaus hinstellen. Und wenn ich ehrlich bin, finde ich eigentlich die Position hinter der Uni hier gar nicht so schlecht. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier hinstellen. Das ist, glaube ich, kein Wohngebiet. Gott, wo waren die Dinger denn? Ist das eine Wartung? Ist ein Waisenhaus eine Wartung eines nicht erwachsenen Menschen? Kindergarten da. Kleines Waisenhaus? Ne, groß. Und es gibt leider einen Straßenanschluss, aber das ist kein Problem. So, gucken wir, dass wir das am Raster ausrichten. Einmal das alles dran, genau. Einmal dahin. Und das können wir bitte auch selbst bauen. Und da ziehen wir auch einmal von da. Ah, verdammt. Das ist einer zu viel gewesen. Okay, da müssen wir den rausnehmen. Ansonsten kriegen wir das da leider nicht ran.
ein bisschen schräger werden. Da bitte und da leicht schräg ran. So, einmal einen Auftrag geben. Von hier aus sollten wir jetzt hoffentlich dann endlich unsere Sachen hier gelöst haben. Okay, gut. Also, das haben wir. Warum sehe ich hier keinen Müll? Weil es hier tatsächlich gerade keinen gibt. Ja, gut. Passt. Also, die sind entwässert, die werden entwässert. Das sieht ja erstmal gut aus. Aber die Stadt allgemein hat das Ding ist immer noch voll, ey. Ich fass es nicht. Also, die Stadt hat einfach ein Problem. Gemischter Müll kann nicht gelagert werden. Ist das ja unglaublich, ey. Jetzt muss ich jetzt die gleiche Konstruktion machen? So, das sind mit Sicherheit jetzt wieder... Ja, die versuchen zu entladen. Das geht nicht, weil es voll ist. Grrr. Ja. Jetzt gucken wir erstmal, ob das hier soweit funktioniert hat. Ja. Mehr oder weniger. Machen wir einfach einen Ausgleich. Wie sieht es hier hinten aus? Das Ding ist fast voll. Dann funktioniert die Müllverbrennungsanlage nicht, weil die hier... Boah, weil das auch zu langsam ist. Wir ziehen gleich mal eine Straße. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Hier hin. Ja, wir bräuchten einen Abzweig von der Brücke hier runter. Absetzcontainer für Müll, 97%. Das ist ärgerlich. Das Problem ist, die werden ja, die bringen wir ja zur Grenze, aber diese Müllproduktion, das ist so unglaublich massiv in dieser Republik, wenn man das einfach anflanscht. Ich muss sagen, das wird uns wahrscheinlich, also könnte ich mir gut vorstellen, das Genick brechen. Aber wir geben nicht auf. Wir schaffen das hier. Wir müssen nur noch mehr Gebäude bauen. Ich bin wirklich gewollt, weil diese Route hier jetzt ja nicht funktioniert. Wir ziehen hier meine Straße durch. Vielleicht... Ah, das kommen wir da nicht rüber, ey. Hier vielleicht? Ne. Okay, das geht nicht. Und da will ich jetzt aber die Strecken nicht abreißen. Das Problem ist, die fahren hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, da lang und da ist Stau. Okay. Guck mal, ob wir hier hochkommen. Wir müssen eigentlich auch da hinten noch eine Ecke umbauen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein Notfallsystem etablieren, dass wir hier lang kommen. Und da bauen wir dann auch eine... Wie heißt das? Ein Wegpunkt drauf. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir von hier... nein, das ist ja wohl... Weg damit. Das wird die Brücke einmal... ein Stückchen da lang bauen. Genau. Dann da lang. Und dann da wieder runter. Das sieht doch gut aus. Einmal daran. Da gehen wir einfach jetzt mal rüber. So. Den führen wir jetzt hier an den Gleisen entlang. Und hoffen wir, dass wir einfach mal rüberkommen. Ah, das geht sogar. Zack. Wegpunkt bitte. Beziehungsweise einmal da lang und einen Wegpunkt obendrauf. Und das Ganze bitte einmal mit Rubel. So. Hier einen Wegpunkt drauf, wenn das Ding fertig ist. Zack. Und dann werden wir hier hinten hier weitere Fahrzeuge kaufen. Einmal da bitte. Müll. So. Diese Fahrzeuge. Es ist natürlich auch das Problem, wenn wir hier...
wenn wir hier im Winter agieren, dann brauchen wir hier ja auch noch eine... brauchen wir hier auch noch einen Winterdienst. Es ist ja auch fast Winter. Oh Gott, da müssen wir den auch noch bauen. Das ist ja Wahnsinn. Das nimmt kein Ende mehr hier. Okay. Erstmal machen wir das eine Thema zu Ende. Also. So, wir nehmen erstmal von da über den. Wir laden nach da. Mhm. Entladen bitte. Die Route einmal starten. Und das sieht gut aus. Ja. Das sollte für ein bisschen Entlastung sorgen, diese Strecke. So, da setzen wir jetzt bitte noch ein paar Fahrzeuge drauf. Na. Auf die Route setzen wir jetzt bitte noch ein paar Sachen drauf. Dich, dich, dich. Los, los, los und los. Gut. Also. Das kann er schon mal machen. Da können wir loslegen. Er belädt und weil hinten wird entladen. Gut. Passt. Also, dann geht es da auch los. Dann sollten wir das Thema auch los sein. Dann das nächste Problem. Wir brauchen hier eine technische Dienstleistung. Tja, und da würde ich eigentlich gerne eine kleine bauen. Dann nehmen wir jetzt wirklich mal die Mod-Dienstleistung. Was anderes will ich eigentlich nicht bauen. Einmal mit Rubel. Die Straße. So. Da kommen einmal 4 Schneepflüge rein. Ja, es gibt tatsächlich Dienstleistungen, die noch mit Schneepflügen arbeiten und nicht mit Müllwagen. Das ist einmal... Ja. Yeah. Kein Müllwagen für Absetzkontent, mir völlig egal. Gut. Also, das haben wir auch. Dann kann er hier unten mal ein bisschen Schnee schippen. Und wir werden die Reichweite entsprechend erhöhen. Wie weit kommt er? Ja, bis da vorne, das ist okay. So, okay. Das Problem haben wir auch beseitigt. Dann sind wir dort bei 78%. Das ist fast wieder voll. Das funktioniert jetzt. Jetzt gucken wir einmal hier. Stahlwerk ist leer. Das Ding ist ja immer noch voll. Das ist ja unglaublich. Na klar, weil... Ja, logisch, weil hier der Müll noch voll ist. Wie sieht es denn hier hinten aus? Da ist noch halbwegs... Ach, du ahnst es nicht. Wird der irgendwann mal abgeholt? Ja... Nein. Tja, die sind beide unterwegs. Der ist ja auch für Eisen-Nerdy-Stadt verantwortlich. Okay, pass auf, wir müssen Eisen-Nerdy-Stadt hier rausschmeißen. Und dann holen wir einmal die ganzen Fahrzeuge fix nach Hause. Die sind nur für Pripyat verantwortlich. Das ist zu viel. Leute, Leute, ich sag's euch, das ist heftig hier. Also, wenn ihr euch dachtet, das ist hier mal einfach easy peasy, so ein bisschen hin und her bauen. Das ist so nicht. So, jetzt werden wir mal die Gleise hier entfernen. Die bringen eh nichts. Und dann werden wir die gleiche Konstruktion bauen, dass wir hier wenigstens mal weitermachen. Und dann bauen wir hier im schlimmsten Fall irgendwann mal neue Gleise, wenn wir einen Zug haben. Für diese Ecke. Und bis dahin bauen wir an die Stelle das gleiche Müllsystem wie da vorne auf. Einmal bitte... Wenn wir natürlich, wenn wir das so bauen, niemals mit einem Zug durchkommen. Aber ich sag mal, wenn es Züge gibt, müssen wir das wieder abreißen. Das ist jetzt leider ein Notfallbau, dass die sich hier weiter entleeren können. Und wir werden auch ein Verteilungsbüro bauen. Genau da gegenüber. Und das geht nicht, weil wir kein flaches Gelände haben. So. Na, das mache ich mit Google. Nicht übertreiben.
So, das müsste hoffentlich reichen. Aber wir können das in dem Fall, weil das sieht ja wirklich doof aus, nochmal ein bisschen flacher machen hier. So. Gut. So, dann gucken wir mal, ob wir das Gebäude jetzt hier reinkriegen. Ja, passt. Strom haben wir auch. Einmal mit Rubel bitte. Zack. Und dann entleert sich dieses Gebäude jetzt nach hier. Dann können die jetzt erstmal den Müll nach da packen und wir holen den jetzt da ab. Schwierige, schwierige Geburt. Ich wollte eigentlich ein Waisenhaus mit euch bauen. War das nicht so? Wollten wir nicht irgendwo... Hat mal gemacht, ne? Ja, vor lauter Müll vergesse ich schon, was wir sonst so machen wollen hier. Bis es echt seit, ich glaube, 4 Folgen nur an diesem Müll am Rumoptimieren. Aber das ist ja durchaus auch interessant für eine existierende Republik. Nein, eigentlich nicht. Also doch schon irgendwie so ein bisschen. Aber so, einmal Diesel bitte. Einmal da rein. Und dann gibt es den Staubgutbehälter. Und bitte einmal den Müllwagen. Und die... Hallo? Achso. Ja, da. Na klar. Jetzt könnt ihr schon weitermachen. Und bitte... den Absetzcontainer. So. Damit wir hier schon mal anfangen können, werden wir zumindest eine Tonne Treibstoff kurz uns holen. Du nimmst den, belädst das Ganze und bringst das einmal dein und dein. Tja. So, also mal gucken. Das ist... gemischter Müll. Dann ist das der Sondermüll. Genau. Und das ist einmal Sondermüll und gemischter Müll. Der kann auf 0% und der kann auf 100% hoch. So, ab dafür. Passt. Wie sieht's hier aus? Wir sind voll. Gebäude hat kein Trinkwasser, ist mir egal. Der verbrennt noch. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Kapazität. Das Ding ist leer. Da könnten wir also auch noch ein bisschen was machen. Die Routen laufen. Jetzt gucken wir mal da oben. Das sieht gut aus. Hier sieht es jetzt gut aus. Da müssen wir noch was machen. Da oben ist jetzt auch voll. Das ist aber überhaupt kein Problem, weil wir da unten eh nicht mit der Produktion nachkommen. Ja, das ist tatsächlich völlig wurscht. Da ist auch okay. Und da sollte es jetzt hoffentlich besser werden. Tja, schauen wir mal, ob wir das jetzt hier so in den Griff kriegen. Ich bin wirklich gespannt. Und jetzt können wir mal wirklich uns mal um diesen Vorplatz hier kümmern. Um das Thema, dass wir hier mal was Schönes hier vorne was Schönes hinbauen. Und ich bin da auch völlig kreativ gewesen in meiner Denkweise und habe mir überlegt, wir bauen eine Alkoholbrennerei hin. Nee, Quatsch, Unsinn. Vor die Universität. Gut, ich meine, das würde theoretisch passen, aber ich hätte gern einen kleinen Springbrunnen, jeweils dort. Und Moment. Das machen wir anders. Ja, muss ich tatsächlich mal wegmachen. Das will ich eigentlich dann im Raster ausrichten. Dass das gleichmäßig sitzt. So. Einmal... Ah, verdammt. Am Raster nicht. Sehr ärgerlich. Einmal. Ja. So passt das. Gut. Fußweg. Und Fußweg. Und einmal bauen bitte. Und dann werden wir hier vorne diesen Platz jetzt einmal mit Beton ausfüllen. Oder Kies. Mal gucken, was wir hier Schönes haben.
So, Rollbahnfläche, dekoratives Pflaster. Ja, das ist okay. Wir gucken mal. Ja. Das ist, denke ich mal, okay. Einmal dahin bitte. So, in der Mitte stehen jetzt einfach zwei große Springbrunnen, die hier zum, ja, zum Hinkommen in die Universität einladen. Dann möchte ich gerne, dieser Baum ist hier nicht verfügbar, guck mal, hier wollen wir schon was Edles haben, ein Akaziengebüsch. Guck mal, dass wir die hier mal, na, halbwegs. Okay, das wird arge Fummelei werden. Einmal dort. Hat er da erst was gebaut? Eigentlich will ich hier vorne ein paar Akazienbäume pflanzen. Okay, dann machen wir das wie gewohnt. Wir werden hier so ein kleines Akazienwäldchen machen. So. Dann hier, wenn wir hier drauf zukommen, unten ist ja die Industrie, die Industriestraße, wo einfach die Industrie lang kommt und dort ist das Ganze jetzt abgekoppelt. Gut, das wird bitte gebaut, das ist auch schon in Auftrag gegeben, die bauen dann die Wege und dann gibt es hier diese Sachen. So, dann haben wir das Thema auch erledigt. Wie sieht es denn hier aus? Hier können wir jetzt tatsächlich einmal schauen, dass wir hier... Bitte Jekaterinburg. Wo ist es? Pripyat. Das ist schon mit drauf. Dort und dort. Ist da noch keine Verbindung. Das ist aber nicht schlimm. Gut. Einmal nicht genug Tutoren im Waisenhaus. Das kennen wir auch schon. Tja. Dann bleibt uns nur noch... Oh Gott, das Ding ist schon wieder voll. Ey, jetzt ist ja wohl... Jetzt ist das Ding hier zumindest leer. Jetzt gibt es hier... Jetzt muss hier einfach mal alles abgearbeitet werden. Das ist ja unglaublich. So, wie sieht es hier aus? Das ist okay. Und Elektrizitätsprobleme. Wo denn jetzt schon wieder? Habe ich irgendwo vergessen, den Strom anzuschließen? Wut? Wie, was, wie, wo, wie bitte? Wieso gibt es Elektrizitätsprobleme? Oh nein. Nein! Jetzt kommen auch noch Elektrizitätsprobleme dazu. Ich fasse es nicht. Okay, gut. Dann kümmern wir uns jetzt nicht mehr ums Thema Strom, sondern um das Thema Elektrizität. Und hier ist alles leer. Er kommt als nächstes dran, hoffe ich. Okay. Jeden Tag ein Problem nacheinander. So. Wenn die Straßenlampen angehen, gibt es hier ein Elektrizitätsproblem. Wahrscheinlich, weil der völlig überlastet ist. Ist er nicht. Okay. Und die Leitung? Zieht nur 1 Megawatt. Ist alles im gelben Bereich. Das ist ja komisch. Es hat auch nicht bei 230 Volt. Also es scheint hier offensichtlich ein Leistungsproblem zu geben mit 1,3 Megawatt. Jetzt gucken wir mal, wo das Ganze herkommt. Das ist ja alles irgendwie nur angeflanscht worden. Also der kommt von da. Das haben wir doch nur angeflanscht. Weil wir dort, warum auch immer, das reißen wir wieder ab. Machen das einmal richtig. So. Also das bringen wir einmal, ja, ich gehe so langsam, warum, dahin. Dahin. Du gehst bitte daran und darüber und das wird einmal fix mit Rubel gebaut. So. Dann haben wir hier zumindest genug Leistung übrig. Jetzt will ich einmal schauen, ob zumindest die Spannung hier höher ist. Ja, jetzt haben wir es. Okay,
Gut, es kann auch sein, dass daran liegt, dass die Lichter aus sind, aber wir schauen nochmal. Das ist eine Leitung, die geht von hier ab. Das versorgt das Teil. Okay, dann werden wir nochmal diese Leitung hier. Die ist möglicherweise auch zu klein. Wenn wir die Pause, die reißen wir auch ab. Werden die auch durch eine große ersetzen. Dahin. Wo ist denn das Ding jetzt? Da vorne. Einmal darüber. Echt, das geht nicht. Dann nehmen wir die mal weg, bitte. Gehen dahin. Da. Und einmal bauen, bitte. So. Das sollte hoffentlich jetzt passen. Und dann haben wir diese Elektrizitätsprobleme hier hoffentlich beseitigt. Puh. Es wird nicht einfacher. So viel steht fest. Jetzt bleiben wir bitte beim Müll-Overlay. Das bleibt bitte an. Mein Lieblings-Overlay mittlerweile. Jetzt ist das Ding hier schon wieder voll. Und der ist auch schon wieder voll. So, jetzt machen wir das gleiche wie da hinten. Das hat ja erstaunlicherweise einen extrem niedrigen Erfolg gehabt. Hier hinten. Ja, es geht. Ich denke, wenn das Ding leer ist, dann sollte es passen. Und wir machen das gleiche hier vorne. Und werden diese Route bitte aufteilen. Wir nehmen uns den und den hier. Und hier werden wir... Jetzt müssen wir einmal... Moment, müssen wir einmal gucken. So. Die Verarbeitungsanlage, die oben ist, fliegt raus. Das ist... Die dort. Zack. Mhm. So, die Verarbeitungsanlage, die dort oben ist, liegt. Liegt raus. So. Dann haben wir noch zwei übrig. Und ihr bitte. Euch fliegt die untere raus. Mal kurz gegenprüfen. Yep. Bei dir fliegt die untere raus. Und weg damit. So. Jetzt müssten wir theoretisch hier eine Route haben mit zwei Fahrzeugen. Genau. Und dort eine Route haben mit zwei Fahrzeugen. Genau. Gut. Passt. Haben wir. So viel zu dem Thema. Jetzt brauchen wir das gleiche für unser Öl. Jetzt müssen wir aber einmal prüfen, ob das hier was gebracht hat. Ja, das, ja, sehr gut. Also die Maßnahme hat funktioniert. Das entleert sich, nicht leert sich. Sehr schön. Gut. Wir müssen das gleiche fürs Öl machen. Und werden dort ebenfalls zweimal Müll, bitte. Einmal von da nach da. Mischmüll. Mischmüll. Und einmal auf die Route. Und du gehst bitte dahin. Start. Start. So. Also, das haben wir. Du bist, glaube ich, hoffentlich auf der richtigen. Ja. So, die sind auch unterwegs. Dann werden wir das hoffentlich auch entleeren. Und auch die dort oben jetzt regelmäßig entleeren. Dann sollten wir hier endlich, hoffentlich, hier zu einer vernünftigen Lösung kommen. So, die scheinen jetzt, das scheint jetzt zu funktionieren. Der ist bei 83%. Jetzt prüfen wir das gleiche hier drüben nochmal. Er ist bei 85% immer noch. Der wird immer voller. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. So, hier sind die Wege fertig. Dann gucken wir uns einmal Kohlberg. Repariert bitte.
Ich dachte, der Weg ist fertig. Okay, wir weisen das trotzdem zu. Einmal Pripyat bitte. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da gucken wir uns mal ein bisschen Kohlberg an und versuchen mal, so wenig Müll wie möglich zu machen. Macht's gut. Bis dahin, euer Strategiener. Ciao, ciao.